Der Mars, unser roter Nachbarplanet, auf den schon bald die ersten Menschen einen Fuß setzen werden, birgt so manche Wunder, die es zu erforschen gilt. Eines davon ist der höchste Vulkan des gesamten Sonnensystems, Olympus Mons. Seine Ausmaße sind gigantisch. Er ist bei einem Basisdurchmesser von 600 Kilometern 22 Kilometer hoch. Der Mount Everest wirkt dagegen mit knapp 9 Kilometern geradezu als Winzling. An den Polen des Mars befinden sich Eiskappen aus gefrorenem Kohlendioxid und Wassereis, welches aufgrund des geringen atmosphärischen Drucks aber nicht schmilzt, sondern sofort verdampft, wenn es sich erwärmt. Dies war nicht immer der Fall. Vor vielen Millionen von Jahren gab es flüssiges Wasser auf der Marsoberfläche, welches unter anderem tiefe Grabensysteme wie Valles Marineris geformt hat. Dieser Canyon ist bis zu 6000 Kilometer lang, 700 Kilometer breit und 7000 Meter tief. Und wer weiß, was wir in Zukunft wenige Meter unter der leblosen Oberfläche des Mars finden werden, wo die Bedingungen für Mikroorganismen selbst heute noch gut sein könnten. Heute, noch bevor ein Mensch jemals den Mars betreten hat, werde ich versuchen, unseren roten Nachbarn mit Hilfe meines Teleskops auf einem Foto festzuhalten. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Astrovlog. Heute sind wir an einem Ort, den ihr vielleicht schon mal in einem meiner älteren Videos gesehen habt. Und zwar genau da, wo das Windrad steht. Und daher kommen auch diese Geräusche. Also wenn die Geräusche im Hintergrund ein bisschen stören, tut mir leid, aber das Windrad läuft gerade. Ich hoffe, dass es nachher vielleicht abschellt, dass wir ein bisschen mehr Ruhe hier haben. Und ich habe mich heute dazu entschieden, zu diesem Ort hier zu fahren, weil da, wo ich wohne, komplett neblig ist. Also Richtung Freudenstadt. In den Tälern, da ist alles komplett voll mit Nebel, also keine Chance dort irgendwas zu fotografieren. Deshalb bin ich hierher gefahren. Dieser Ort hier liegt auf knapp 1000 Metern Höhe und hier ist kein Nebel, bis jetzt zumindest. Ich hoffe, dass der Nebel wegbleibt. Und was wir heute fotografieren werden, ist der Mars. Und zwar hat mir SV Boni netterweise eine 5-fach Barlow-Linse geschickt und mit der werde ich heute den Mars fotografieren. Die Barlow-Linse, die SV Boni mir netterweise zukommen ließ, bietet einen Vergrößerungsfaktor von 5. Dies bedeutet, dass die native Brennweite eures Teleskops beim Benutzen dieser Barlow-Linse um den Faktor 5 multipliziert wird. Aus den 750 mm meines Skywatcher Newtons werden somit 3750 mm. Dadurch verringert sich natürlich auch das Lichtsammelvermögen eures Teleskops. Das spielt bei den äußerst hellen Planeten allerdings keine allzu große Rolle. Die 5-fach Barlow-Linse von SV Boni kostet normalerweise 25 Euro. Während des Black Friday Sales war diese sogar auf 20 Euro reduziert. Ein unschlagbarer Preis für eine 5-fach Barlow-Linse. Doch kann man mit einer günstigen Barlow wie dieser auch ein gutes Bild erstellen? Um das herauszufinden, werde ich zum Vergleich am Ende dieses Videos ein weiteres Foto mit meiner 5-fach Barlow-Linse von Explore Scientific aufnehmen. Diese Barlow-Linse kostet mit einem Preis von 105 Euro mehr als viermal so viel. Der Mars ist allerdings kein einfaches Ziel, denn der Mars ist zwar näher an der Erde dran als zum Beispiel Saturn oder Jupiter, aber Mars ist auch deutlich kleiner, weshalb er im Bild des Sensors auch kleiner erscheinen wird. Mit meinem 6 Zoll Skywatcher Newton hier ist eine 5-fach Barlow-Linse also schon fast ein Muss, wenn man den Mars mit Details fotografieren möchte. Allerdings bringt dieses Vorhaben mein Teleskop auch stark an seine Grenzen. Aber genug des Redens, lasst uns den Mars nun mit meinem Teleskop anfahren. Okay, also ihr könnt da hinten den Mond aufgehen sehen.
Und da oben sieht man sogar die Plejaden echt gut. Und genau dazwischen liegt der Mars. Und zu dem werde ich jetzt mit meinem Teleskop fahren. Allerdings erstmal ohne die Barlow-Linse. Denn ansonsten kann mein kleines ASIR hier, das ist ein kleiner Astrocomputer, kein Plejtsov durchführen. Der weiß also dann nicht, wo er steht, weil die Vergrößerung mit der 5-fach Barlow-Linse einfach zu groß ist, damit er das sozusagen noch berechnen kann. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal ohne die Barlow zum Mars. Dann platzieren wir den Mars genau in der Mitte des Bildes. Und dann machen wir die Barlow-Linse rein und fokussieren. Und dann können wir hoffentlich loslegen mit Fotografieren. Da bin ich mal gespannt. So, ich mache meine Lampe mal aus, damit die euch nicht stört. Wie ihr seht, sind heute viele Planeten sichtbar. Wie viele sind das denn? 1, 2, 3, 4, 5 Planeten sind sichtbar. Der Jupiter steht auch relativ hoch. Allerdings ist bei Jupiter das Problem, dass er sich schon wieder von der Erde entfernt und deswegen schon wieder kleiner im Bild wird. Der Mars steht fast in der Opposition. Das bedeutet, er hat fast den nächsten Punkt zur Erde für dieses Jahr erreicht. Und deshalb ist gerade eine gute Zeit, den Mars zu fotografieren. So, also wir fahren jetzt mal den Mars an. Let's go. Bin ich gespannt. Er hat ein bisschen korrigiert. War aber nicht so viel. Und da haben wir ihn. Er ist auf jeden Fall im Bild. Er ist noch nicht ganz im Fokus, so wie es aussieht. Das ist aber egal. Wir müssen jetzt sowieso erstmal die Barlow reinsetzen. Vorher zentriere ich ihn aber noch genau. Der ist noch ganz genau in der Mitte. Okay, jetzt ist Mars genau in der Mitte. Das heißt, wir müssen jetzt schnell die Barlow reinsetzen und dann fokussieren. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. So, ich habe hier jetzt die Barlow von SV Boni. Die werde ich jetzt quasi zwischen die Kamera und den Adapter bauen. Und zwar in diese Richtung. Aber ich brauche jetzt noch mal kurz den anderen Adapter. Man sollte einfach 5 Hände haben, Leute. 2 Hände sind einfach zu wenig. Okay, die Barlow kommt jetzt in den 1,25 Zoll Adapter. So. Und jetzt kommt sie vor die Kamera. Okay, die Barlow ist drauf. Ziehen. Okay. Nur um euch noch einmal kurz den Aufbau zu erklären, ich benutze eine 35 mm 2 Zoll Distanzhülse, die direkt in den Okularauszug gesteckt ist, da der Fokuspunkt mit einer Barlow-Linse nach außen verschoben wird. Danach folgt ein 1,25 Zoll Adapter, in den direkt die Barlow-Linse gesteckt wird, und mit Hilfe eines 1,25 Zoll auf M42 Adapters wird die Barlow schließlich an der Kamera befestigt. Müsste ja nicht alles fest sein. Barlow ist drin. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich habe so einen Schal an, weil es ist echt kalt. Es hat nur noch 2 Grad. Okay. So, jetzt schauen wir mal, ob es was gebracht hat, beziehungsweise ob der Mars immer noch in der Mitte des Bildes ist. Und ich bin echt gespannt auf die Abbildungsqualität dieser Barlow-Linse. Da bin ich wirklich gespannt. Jetzt sehen wir mal, ob er noch in der Mitte ist. Er ist in der Mitte, aber er ist halt ziemlich stark außerhalb vom Fokus, wie ihr sehen könnt. Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt den Mars fokussieren. Falsche Richtung. War ja klar. Das ist beim ersten Mal immer die falsche Richtung. Ich muss mal das Teleskop ein bisschen bewegen, damit er mehr in der Mitte ist. Nur, dass das die richtige Richtung ist. So schwer, bitte. Wenn ihr so einen Donut habt, dann seht ihr auch ganz gut, ob das Teleskop gut kollimiert ist oder nicht. Weil wenn dieser Donut nicht rund ist, dann stimmt irgendwas mit der Kollimation eures Teleskops nicht. Also das ist bei so hellen Sternen oder Planeten, die außerhalb vom Fokus sind, immer ganz gut festzustellen. Bei mir scheint jetzt Gott sei Dank zu passen. So, jetzt haben wir gleich Fokus. Okay. Das Seeing scheint echt schlecht zu sein, denn ihr seht schon, wie der wackelt, der Mars.
Das liegt daran, dass die Luft echt unruhig ist. Und ich hoffe, dass es später noch ein bisschen besser wird. Der Mars steigt auch noch ein bisschen höher. Er ist noch nicht an der höchsten Stelle. Das passiert, glaube ich, erst so gegen 1 Uhr. Wir haben jetzt 21:45. Also es dauert noch ein bisschen, bis er an der höchsten Stelle ist. Bis dahin könnte das Segen noch besser werden. Hoffen wir es, dass es noch besser wird. Aber ja, jetzt müssen wir erstmal den Gain und so weiter anpassen. Das ist auch echt hoch. Wahnsinn, dass der Mars so hell ist. Ich möchte halt nicht, dass er überbelichtet ist. Aber so scheint es ganz gut zu passen. Okay. Jetzt müssen wir den Rest noch fokussieren. Ich hoffe, dass ich das so hinbekomme. Wenn nicht, muss ich vorne mal die Bartinov-Maske draufsetzen und so fokussieren. Aber ich hoffe nicht, dass ich das machen muss, weil das ist auch immer ein bisschen umständlich. 12 Sekunden später. So, ich habe hier jetzt die Bartinov-Maske. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ich hoffe es. Mit der kann ich jetzt den Mars hoffentlich besser fokussieren. Ich hoffe nicht, dass der zu hell ist. Jetzt muss ich die erstmal da irgendwie vorne draufsetzen, ohne dass sie runterfällt. So. Okay, Bartinov-Maske ist drauf. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mach mal mein Licht aus. Okay, er ist nicht ganz fokussiert, glaube ich. Okay, das ist aber auch schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Also bei einer Bartinov-Maske muss die mittlere Linie genau zwischen den zwei äußeren Linien sein. Und dann ist das Ziel fokussiert. Aber ich glaube, das ist noch nicht ganz im Fokus, wenn ich es jetzt richtig anschaue. Ich glaube, ein bisschen müssen wir es noch verstellen. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung. Das war die falsche Richtung. Ich sag's ja, immer beim ersten Mal ist es die falsche Richtung. Immer. Ihr merkt schon, es wird alles ein bisschen heller, weil der Mond immer höher steigt. Finde ich gar nicht mal so übel, weil es ist immer ziemlich unheimlich hier, wenn man alleine hier ist. Also wie gesagt, ich bin hier mitten im Schwarzwald. Die nächsten Häuser sind, glaube ich, 5 Kilometer entfernt oder sowas. Und das sind auch nur ein paar so kleine Häuschen. So. Ah, das sieht doch gar nicht mal so übel aus. Ja. Ich glaube, so können wir es lassen. Ich werde jetzt mal die Bartinov-Maske wieder wegmachen. Dann werde ich mal ein Video machen vom Mars. Und dann werde ich das stacken mit der Software auf dem ASIR, um zu sehen, ob man überhaupt schon was erkennen kann. Und dann schauen wir weiter. Ich hoffe, dass das Ding auch noch ein bisschen besser wird, wie gesagt. Genau, das machen wir jetzt mal. So, also ich hoffe, ihr könnt mich sehen, hier wo ich jetzt stehe. Ich werde jetzt mal ein Video vom Mars aufnehmen. Und zwar habe ich gelesen, dass man beim Mars relativ lange Videos aufnehmen kann. 3 bis 4 Minuten habe ich gelesen, weil der Mars relativ langsam rotiert. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann 24 Stunden, bis er einmal um die eigene Achse rotiert ist. Bei Jupiter und Saturn geht das deutlich schneller. Ich glaube, bei einem waren es 9 Stunden und beim anderen noch schneller. Ich bin mir gerade aber nicht mehr ganz sicher. Und deshalb kann man da nur relativ kurze Videos aufnehmen, weil man sonst die Oberflächendetails nicht mehr scharf bekommt. Die werden dann durch die Rotation einfach unscharf. Und beim Mars ist das nicht so problematisch, habe ich gelesen. Das heißt, wir werden jetzt mal ein 3-Minuten-Video machen. Und dann schauen, wie das wird. Also das werde ich dann stacken mit dem ASIR. Und dann bin ich mal gespannt. Okay, wie sind die Settings? Die passen eigentlich. Ja, sieht alles gut aus. 480p, das ist auch ausreichend. Okay, let's go. So, jetzt nehmen wir ein Video auf. Wie gesagt, das Seeing ist immer noch nicht besonders gut. Also man kann jetzt im Video hier eigentlich gar keine Oberflächendetails ausmachen. Ich sehe zumindest keine. Und man sieht auch, wie der Mars hin und her flackert. Also das Seeing an sich ist nicht besonders gut, was ein bisschen schade ist. So, wir haben jetzt gleich die 3-Minuten-Marke erreicht. Ihr seht schon, der Mars wandert jetzt ein bisschen nach unten im Bild. Es liegt daran, dass ich kein Autoguiding eingeschaltet habe. Das heißt, die Montierung, die trackt einfach so ohne Autoguiding. Und es ist natürlich nicht so ganz 100%ig genau.
Deswegen wandert der Mars langsam aus dem Bild. Jetzt sind wir bei 3 Minuten. Ich mache mal Stopp. So, jetzt haben wir unser erstes Video. Ich werde den Mars jetzt nochmal in der Mitte platzieren und dann stacken wir das Video. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Okay, also ihr merkt schon, es ist nicht einfach, hier ein Video zu drehen mit dem Windrad, weil das halt einfach mega laut ist. Und ja, ich hoffe, dass ihr mich trotzdem verstehen könnt. Ich werde jetzt mal das Video, was wir gerade eben aufgenommen haben, stacken und sehen, was dabei herauskommt. Da bin ich echt mal gespannt jetzt. Image Management, Video, da haben wir es. Stack, Planet. So, jetzt stackt es. Das kann jetzt eine Weile dauern. Ich werde den Teil mal für euch vorspulen, dann müsst ihr jetzt nicht ewig warten, bis es fertig ist. Okay, noch 2%, dann ist das gestackte Bild fertig. Ich bin echt mal gespannt, ob man überhaupt schon was erkennen kann. Mir geht es halt um die Oberflächendetails. Wie gesagt, Mars ist echt klein im Bild im Vergleich zu Saturn und Jupiter. Aber vielleicht kann man ja schon ein paar Oberflächendetails ausmachen, wer weiß. Das wäre echt cool. So, jetzt bin ich gespannt. Da haben wir es, okay. Müssen wir das noch ein bisschen schärfen. Okay, man sieht noch allzu viel. Ein bisschen was erkennt man. Wenn man es richtig krass schärft, dann sieht man doch schon ein paar Oberflächendetails, definitiv. Aber nicht allzu viel, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich werde jetzt mal noch ein paar Videos aufnehmen. Das war ja, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, mein Saturn-Video, das war genau gleich. Ich habe die ersten Videos gestackt, die sahen relativ bescheiden aus. Und dann ein paar Stunden später habe ich noch mehr Videos gemacht, wo das Seeing besser war. Und das war ein echt Weltenunterschied. Also ich werde jetzt noch ein paar Videos machen. Und dann die nochmal stacken und werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es besser wird. Dann werde ich euch das definitiv melden. Daheim am PC kann man natürlich auch noch ein bisschen mehr rausholen. Aber echt cool, also man sieht schon ein bisschen so dunkeln und einen hellen Fleck, sage ich mal. Da bin ich echt mal gespannt, was im Laufe des Abends noch geht. Je höher der Mars am Nachthimmel stieg, desto besser wurden die Aufnahmen. Das hing natürlich auch mit der Luftunruhe zusammen, die im Laufe des Abends immer besser wurde. Was allerdings überhaupt nicht besser wurde, war der Wind. Im Gegenteil, dieser nahm immer mehr zu, sodass sogar die unglaublich gute Rauschreduzierung von DaVinci Resolve die Windgeräusche nicht mehr herausrechnen konnte. Hier mal ein kleines Beispiel, wie stark die Windgeräusche waren. Trotzdem konnte ich über die Nacht hinweg noch einige sehr gute Videos aufnehmen, die schon deutlich mehr Details der Marsoberfläche zeigten. Guckt euch das an. Okay, man sieht schon echt paar Details, wenn man so reinzieht. Okay, nicht schlecht, ey. Das sieht schon echt gut aus, wenn man das so betrachtet. Also man sieht schon echt verdammt viele Details, für das Mars so klein eigentlich ist am Himmel. Also echt cool. Bin echt mal gespannt, wie das daheim dann später aussieht, wenn man es richtig bearbeitet hat. Am Ende machte ich noch ein paar Videos mit meiner deutlich teureren Explore Scientific Barlow. Denn erstens wäre es natürlich sehr schwierig, die Barlow von SV Boni zu bewerten, ohne einen einzigen Vergleich zu haben. Und zweitens möchte ich natürlich das Beste aus dieser Nacht herausholen, denn in letzter Zeit gab es nicht viele klare Nächte. Okay, ich stacke jetzt gerade nochmal ein Video und gleich ist es fertig. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was da dabei rauskommt. Das ist jetzt mit der richtig teuren Barlow. Von Explore Scientific. So, jetzt kommt's gleich. Hier haben wir es. Okay, das sieht ja schon mal echt cool aus. Wenn man es jetzt schärft, wie wird's dann? Wow. Guckt euch das an. Guckt euch die Details an. Krass. Echt krass.
Also hier sind die Farben jetzt auch deutlich, wie soll ich sagen, realistischer. Beim anderen Foto mit der anderen Barlow waren die nicht ganz so, da war so ein Grünstich drin, sagen wir es mal so. Ich bin mal gespannt, ob ich das in der Nachbearbeitung wegbekomme. Aber die Details, die man hier jetzt gerade erkennt, sind echt krass. Also das ist schon ein Unterschied, muss man ganz klar sagen, es ist ein Unterschied. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Barlow hier von Expo Scientific viermal so teuer ist. Also ist der Unterschied viermal so groß? Werden wir später herausfinden. Und ich werde dann jetzt mal mein Teleskop abbauen. Für mich dauert es noch eine Weile, bis ich nach Hause komme. Für euch wird das in 2 Sekunden passieren. Also bis gleich. Am nächsten Tag war es an der Zeit, die Videos, die ich während der Nacht erstellt hatte, zu analysieren und die besten Frames davon zu stacken. Die daraus resultierenden Bilder des Mars sind die besten, die ich jemals von dem roten Planeten aufgenommen habe. Okay, ich habe nun 2 Bilder des Mars bearbeitet. Eines, das ich mit der SV Boni 5-fach Barlow Linse gemacht habe und ein anderes zum Vergleich mit der Explore Scientific 5-fach Barlow. Ich muss sagen, es gab einige Überraschungen, aber seht selbst. Auf beiden Aufnahmen kann man Oberflächendetails des roten Planeten erkennen. Die weiße Stelle am Pol des Mars ist nicht, wie man zunächst annehmen sollte, eine Eiskappe, sondern eine dichte Decke aus Schleierwolken. Was mich zunächst ein wenig verwundert hat, ist, dass der Mars in der Aufnahme, die mit der SV Boni Barlow-Linse erstellt wurde, ein wenig kleiner zu sein scheint. Allerdings handelt es sich laut Hersteller bei beiden Barlow-Linsen, die ich benutzt habe, um 5-fach Barlow-Linsen. Die Aufnahmen haben beide eine gleich große Auflösung und sind nicht gecroppt. Das bedeutet wohl, dass die Barlow-Linse von SV Boni nicht ganz an die 5-fache Vergrößerung, mit der sie beworben wird, herankommt. Man muss allerdings dazu sagen, dass sich die Barlow von SV Boni mit einem Preis von 25 Euro nicht verstecken muss. Im Gegenteil, für diesen Preis hat sie, wie ich finde, ein tolles Bild des Mars erstellt. Wer allerdings das letzte bisschen Schärfe aus seinem Teleskop herausholen möchte, sollte natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen, aber ich denke, das versteht sich von selbst. Zum Schluss wieder ein herzliches Dankeschön an meine Patreons und YouTube-Kanalmitglieder. Mit eurer Unterstützung helft ihr dabei, diesen Kanal aktiv zu verbessern. Dank euch habe ich beispielsweise Zugriff auf die riesige Musikbibliothek von Epidemic Sound. Und mittlerweile haben mir schon einige von euch mitgeteilt, dass euch diese Musik in meinen Videos besonders gut gefällt. Apropos gefällt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und bei Fragen jeglicher Art hinterlasst mir einfach einen Kommentar unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und viele klare Nächte wünscht euch euer Patrick.